Ja, dann grinsen Sie auch jetzt noch mal. Und ich verstehe die Genugtuung, also dass die Geschichte für Sie so ausgegangen ist. Aber dieses Obwohl, was Sie da erwähnen, die Verurteilung, die klebt natürlich auch in Freiheit an Ihnen. Und Sie das haben darüber gesprochen, dass das natürlich für die Menschen schwer zu ertragen ist. Ist es auch für Sie schwer zu ertragen, dass dieser Zweifel an Ihrer Unschuld ein Leben lang Teil Ihres Lebens sein wird? Das ist schwer für mich zu ertragen. Aber das ist eine direkte Konsequenz des falschen Geständnisses, was ich vor Gott 35 Jahren jetzt abgelegt habe. Und diese Konsequenzen habe ich zu tragen. Und deshalb bin ich auch nicht bitter und wütend oder irgendwie sowas in die Richtung. Denn ich weiß, ich bin selber schuld. Wenn ich damals die Wahrheit gesagt hätte, wäre ich nie ins Gefängnis gekommen, denn es gab überhaupt gar keine anderen Beweise. Aber man kann am Selbstvorwurf der eigenen Schuld, kann man durchaus bitter werden. Ja, vermutlich schon. Aber es war auch so, die ersten 15 Jahre meiner Haft habe ich sehr mit Selbsthass ringen müssen. Aber nach den ersten 15 Jahren habe ich angefangen zu meditieren. Da habe ich 9,5 Jahre lang 2 Stunden am Tag meditiert. Das letzte Jahr 3 Stunden am Tag. Da war ich in einer Situation, wo das tatsächlich möglich war, in einem besonderen Gefängnis. Und das hat mir sehr geholfen, aus dem Selbsthass rauszukommen und anzuerkennen, dass jeder von uns und vor allen Dingen ich Verantwortung übernehmen muss. Und man kann nicht von der Vergangenheit weglaufen und man kann nicht von der Verantwortung weglaufen. Und das habe ich eben in der Meditation gelernt. Ich bin selber schuld. Sie haben da gerade so eine Passage aus dem Buch vorgelesen, wo es um die Neugier natürlich geht, die Vorfreude auf dieses neue Leben in Freiheit, aber auch um die Scham im Gefängnis womöglich verroht zu sein. Und die Passage geht noch weiter. Sie sprechen auch über Trauer und Wut, über die verlorene Zeit. Ja. Jetzt nach 20 Monaten, sind Scham, Trauer und Wut immer noch Teil Ihres Lebens? Ganz am Anfang, kurz nach meiner Ankunft, war es ja tatsächlich so, dass ich so sehr offensichtlich nicht in diese Welt gehörte. Ich hatte mir verschiedene Verhaltensweisen angewohnt im Gefängnis. Zum Beispiel sehr, sehr schnell zu essen, weil man ja im Speisesaal nur sehr wenig Zeit hatte. Ja, ich war tatsächlich verroht. Und es fiel mir auch sehr, sehr schwer, Vertrauen zu fassen zu Menschen, weil ich so lange unter Häftlingen gelebt hatte. Aber jetzt sind 1 Jahr und 9 Monate vergangen. Und ich kann jetzt langsam essen. Ich rülpse nicht mehr am Tisch. Und ich kann auch wieder Menschen vertrauen. Und ich bin, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich normal bin, aber ich bin auf einem guten Weg dahin, ein ziemlich normaler Typ zu sein. Aber das ist ein weiter Weg dahin nach all den Jahrzehnten. Es gibt bei Haftentlassenen ein erhöhtes Suizidrisiko. Das stimmt. Wussten Sie das? Ja, natürlich. Natürlich. Es gibt ja diese berühmte Szene aus dem Film Die Verurteilten, wo dieser alte Häftling entlassen wird und nicht fertig wird mit der neuen Welt da draußen und sich erhängt. Das passiert tatsächlich. Hatten Sie Angst davor, hatten die Menschen um Sie herum Angst davor, dass Sie in so einen Abgrund, in so einen seelischen Abgrund stürzen könnten? Ich weiß nicht, ob meine Freunde sich da Sorgen gemacht haben. Ich selber nicht. Ich hatte ziemlich genaue Vorstellungen, was ich machen wollte. Und eine Sache, die mir sehr wichtig war, war, ich wollte nach meiner Entlassung dieses Buch schreiben. Denn ich wollte, ich will, wie habe ich ja gerade eben gesagt, ich will nicht von meiner Vergangenheit weglaufen. Ich möchte mich damit befassen. Und gerade weil ich keine Unschuldserklärung erhalten habe, möchte ich mich den Menschen präsentieren, damit sie ihr eigenes Urteil bilden können. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben über das erste Jahr in Freiheit. Jeder kann sich seine eigene Meinung machen. Ein Leben in Freiheit, das auch ganz banale Herausforderungen bietet. Zum Beispiel, wie telefoniere ich mit so einem Smartphone? Also Menschen, die es gut mit Ihnen meinen, haben Ihnen sofort eins in die Hand gedrückt. Ja. Erinnern Sie sich an den ersten Anruf, der reingekommen ist? Also rausging, da musste man nur tippen. Aber der erste Anruf, der reinkam, wo kein Familienmitglied dabei war, also von meiner Gastfamilie, wusste ich tatsächlich nicht, dass man den Hörer zur Seite wischen muss. Das war schon ganz lustig. Aber das sind Kleinigkeiten. Ich hatte auch so Situationen an der Wursttheke, im Edeka, wo ich mich nicht entscheiden konnte, welche Wurst ich mir aussuchen sollte, weil es so viele verschiedene Arten gab. Aber das fällt mir jetzt natürlich auch leichter. Die größeren Probleme sind so mit der Lebensplanung. Da bin ich auch immer noch dran am Arbeiten. Wie ist das mit der Lebensplanung? Also
beispielsweise mit den Frauen. Ihre erste Liebesbeziehung endete in einem Fiasko. Wir haben es gerade erzählt. Genau. Es gab während der Haft mal so eine Art platonische Beziehung zu einer Frau draußen. Genau. Da hat aber auch die Geduld nicht gereicht, ganz offensichtlich. Sehen Sie sich jetzt heute in Freiheit als Freund, als Lebenspartner, als Ehemann, vielleicht sogar irgendwann als Vater? Das habe ich mir gerade die Sache, also das, der Wunsch, Vater zu werden, dazu habe ich mir auch in der Haft, das war Gedanken gemacht und das war ein Wunsch damals. Das ist natürlich jetzt sehr schwierig, weil ich schon 55 Jahre alt bin. Aber Mutter Natur hält einem da möglicherweise lange die Tür offen. So hört man von Mick Jagger, aber ich bin ja leider nicht Mick Jagger. Nein, also es ist, wie Sie gesagt haben, zum Vaterwerden gehören ja zwei. Mhm. Also ich, da müsste ich, also und ich habe da Hoffnung für mich selber, aber Vertrauen fassen ist ein großes Thema für mich. Mhm. Und natürlich ist es auch so, durch die Corona-Zeit, durch die Corona-Beschränkungen, war es ja kaum möglich, neue Beziehungen zu entwickeln, Freundschaften. Das wurde ja alles sehr beschränkt durch die Sicherheitsmaßnahmen. Haben Sie das als miesen Trick des Schicksals empfunden, dass Sie nach 3 Monaten in Freiheit mit uns allen in den Lockdown geschickt wurden? Also wie gesagt, für mich war das ja kein Lockdown. Natürlich gab es Freiheitsbeschränkungen, aber das war für mich im Vergleich zum Gefängnis natürlich die große Freiheit. Mhm. Ich würde rückblickend sagen, natürlich war ich enttäuscht, anfänglich, aber rückblickend würde ich sagen, dass das ein großer Vorteil für mich war, dass die ganze Welt sich so ein bisschen entschleunigt hat. Mhm. Denn wenn ich, die Welt dreht sich so schnell und so viel schneller als in den 80er Jahren. Mhm. Wenn ich da sofort in vollem Tempo hätte rein müssen. Da kann es einen aus der Kurve tragen. Genau. Ja. Und weil dann die ganze Welt ein bisschen langsamer wurde, hatte ich die Chance, mich daran so ein bisschen zu gewöhnen. Kein schlechtes Tempo, um zu starten in eine neue Freiheit. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihren Platz finden und behalten in dieser Freiheit und bedanke mich für die Offenheit in all den Jahren der Haft. Wir hatten oft miteinander zu tun in der Berichterstattung, aber auch für die Offenheit heute Abend. Alles Gute, Jens Söhring. Danke, dass Sie hier sind. Danke.